Pilot Invictus, take a moment to honor all naval starmen, past, present, and future, for faithfully defending the Empire. Remember, Invictus is an opportunity to celebrate those who are about to embark on their journey in the UEE Navy. Be sure to congratulate any new recruits you see. The UEE Navy, united in purpose. Klingt er nicht wieder stolz? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Sneak Peek Video und an der Stelle Entschuldigung für die Stimme, die Erkältung. Geht natürlich nicht ganz so schnell weg. Auch das Video werde ich direkt danach hochladen. Das Envil-Video lädt gerade, also wir sind gerade auf dem PTU der 317.1 und versuchen ein paar Impressionen mitzunehmen von dem, was uns dann später, sprich ab dem 20. Mai erwartet. Jetzt haben wir die Aegis-Halle und wir schauen mal durch, was die so zu bieten hat. Tut bitte, ich würde gerne auch mal drauf schauen. Er weiß, glaube ich, nicht, wo er hin will. So, was haben wir Schönes? Also, Haupthalle, Aegis Hammerhead, Saber Comet, Aegis Saber, Rattleter Bombe und Redeemer zur Rechten. Wo fangen wir denn da nur an? Eieiei, schwere Entscheidung. Und dann kommen die Seiten rein. Ich würde sagen, wir fangen tatsächlich mit der Redeemer an. Wenig überraschend vielleicht. Ist ja immer noch recht neu. Doch nicht ganz so neu, denn sie ist ja mit der 317 in-game verfügbar zum Kaufen. Naja. Wenn ihr sie wollt, weil ihr sie liebt. Knapp 8,6 Millionen müsst ihr investieren. Ein bisschen drüber, aber naja. Ich glaube, so genau müssen wir es an der Stelle nicht nehmen. Klassifikation Gunship. Ideal zu fliegen natürlich nur, wenn die notwendige Crew an Bord ist. Das heißt, nehmt euch zwei Gunner mit, nicht zwei Piloten. Entschuldigung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Musik spielt gut mit hier rum. So, in der Mitte die altbekannte Hammerhead. Auch natürlich in-game verfügbar, wer sie möchte. Allerdings für etwas mehr als 12 Millionen. Da müsst ihr ein bisschen länger sparen. Oh, ich gucke streng nach oben. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Da haben wir die Retaliator. Natürlich alles hier ausleihbar. Über 48 Stunden. Der Bomber soll später mal modular sein und dann umbaubar sein. Innen, das ist jetzt allerdings die Bomber-Variante, oder nennen wir es Bomber Fit, however. Im inneren Bereich hier wird dann später ein Umbau stattfinden, beziehungsweise lassen sich einige Teile austauschen. Der Bomber ist auch tatsächlich nur als Loaner drin, wenn man die Retaliator so kauft, als Base-Variante. Ich weiß gar nicht, ob es den Bomber gab. Vielleicht mal als Konzept, aber ich glaube, das war dann irgendwie an mir vorbeigegangen. Okay, Heavy Bomber, Entschuldigung. So fair muss man dann doch sein. Wir gehen, oh, Entschuldigung, den Chat wollte ich nicht. Dicke Finger heute im Werk. Schönes Schiff und auch hier unbedingt Gunner mitnehmen. So, was haben wir noch? Oh, fast reingestolpert in die Saber. Natürlich nicht im klassischen Look, sondern die Comet-Variante. Gibt es auch im Standard-Look zu kaufen, auch in dem, da weiß ich allerdings gerade den Preis nicht. Wird sehr gerne geflogen, habe ich mir sagen müssen. Nein, ich wollte sie gerade nicht ausleihen, Entschuldigung. Hey. Ehrlicherweise doch, ich möchte sie sogar ausleihen. Ich hätte mal wieder eine Runde Lust, damit zu fliegen. So, nehmen wir sie also mit. Schaut am besten auch mal vorbei. Und, für die Sneak Peek ist es wahrscheinlich zu spät und wie es dann in der Live-Halle später aussieht, kann ich noch nicht sagen, ob da noch was verändert wird. Ich denke, das ein oder andere Concept-Chip wird uns erwarten und die werden natürlich hier an der Stelle noch nicht gezeigt oder haben einen Platzhalter. Inwieweit allerdings Platzhalter hier sind, weiß ich nicht. Kann ich leider nicht sagen.
gleich mal runter. Genau, immer die normale Säbe. Stairs Fighter. Eine etwas andere Ausführung von der Optik her. Aber ich meine, die Bewaffnung war gleich. So. Dann düsen wir mal hier rüber. An der F8 vorbei. Ich bin die nächste Halle. Ich will euch auch nicht zu lange hier festtackern mit dem Video. In dem Fall laufen wir mal nur vorbei. Vorhin habe ich es ein bisschen ausführlicher gefilmt. Also wenn ihr euch das Anvil-Video anschaut, oder vielleicht habt ihr schon, da könnt ihr ein bisschen länger einen Blick drauf werfen. Ein schönes Schiff. Das ich natürlich nicht habe. Immer auch wieder die Ausstellung der verschiedenen, ich sag mal, Berufe in der UI. Vom Piloten zum Deckoffizier oder ich glaube, das sind so Medic sein. Wirkt für mich so ein bisschen Medic-like, aber ja. Nicht mit Steine werfen, wenn ich da falsch liege. So, was haben wir da? Wir haben die Gladius. Die nehme ich mir auch mal mit, die auch schon lange nicht mehr geflogen. Dürfte Kategorie Lightfighter sein. Lasst mich mal ganz kurz zuschnappen. Gladius Valiant sogar. Okay. Ja. Große Hauptkanone und unter den Flügeln dann nochmal Raketen und zusätzliches. Also links und rechts natürlich gleichzeitig bestückt. So, was haben wir da? Lightfighter. Genau. Dann haben wir die Avenger. Die nehme ich mir nicht mit. Die Warlock ist es. Okay. Also ich mag sie vor allem auch wegen des begehbaren Innenraums, wo man mal schnell was abstellen kann, weil ich sie meist in der Titan-Variante fliege und nicht in der Warlock. Das dürfte die EMP-Variante sein. Also bei der Titan kann man komplett durchlaufen, bei der hier scheinbar nicht. Zumindest sieht es für mich nicht so aus. Da drüben haben wir noch andere Varianten. Und da, Entschuldigung, ich hätte sie fast ignoriert. Nicht böse gemeint. Ein anderer wirklich hübscher Bomber. Oder kann man das Bomber nennen? Torpedos war ja das Mittel der Wahl hier, ne? Ah, da wollte ich hin. Eclipse, Stairs Bomber, doch, passt. Ich glaube, ich leise ihn mir auch mal aus. Auf der Messe selbst, wenn ihr ab dem 20. reinschaut, habt ihr natürlich deutlich mehr Zeit als ich jetzt hier. Die Hallen sind jetzt immer nur eine Stunde offen und es ist immer nur eine Halle belegt. Letzten Jahr war das anders. Da gab es zwei Hallen. So, Avenger Stalker Interdiction haben wir hier. Das dürfte jetzt aber die Titan sein, oder? Schild bitte. Warum steht da kein Schild für die Mitte? Titan Renegade links, ja. Ihr habt doch ganz schön eng geparkt. Ja, Titan, genau, normale Variante. Da könnt ihr durchlaufen, habt ihr natürlich auch Bett und Co. Also, wenn ihr ein Starter-Schiff sucht und für das Starter-Pack um die 75 Euro investieren wollt und könnt, dann ist die Titan auf jeden Fall eine gute Wahl. Die Renegade gibt es, glaube ich, so gar nicht zu kaufen. Zumindest erinnere ich mich nicht daran, die gesehen zu haben. Aber sonst fangt mit einem kleinen Starterpaket an, falls das jemand hört, der daran interessiert ist. Und viele Dinge lassen sich in-game erspielen, vor allem viele Schiffe. Und dann kann man in Ruhe durchprobieren. Oder ihr fragt einfach im Global Chat. Es findet sich meist jemand, der euch irgendwas rausstellen kann, das euch interessiert. Dann düsen wir mal straight rüber vorbei an ein paar Komponenten, die ihr kaufen könnt. Nicht ausleihen, kaufen. Rüber in die nächste Halle. Und dann gehen wir noch runter zu den Holos. An sich immer ein ganz nettes Angebot. Ich frage mich nur, wie häufig das wahrgenommen wird. Ich muss mich da leider outen. Ich persönlich habe es noch nie wahrgenommen, hier Komponenten zu kaufen oder Waffen. Ich schäme mich später dafür, okay?
Wir liegen momentan ganz gut in der Zeit. Vorhin war es ein bisschen länger geworden, wobei wir da noch die Vorhalle mitgenommen hatten. Ja, Entschuldigung. Aegis Dynamics is committed to improving the pilot experience, more so than any other manufacturer. Their reps and engineers are a common fixture at the academy and naval bases. First-hand accounts of what works and what doesn't in their ships. Und dann haben wir nochmal die F8 Lightning. Probe fliegen würde ich sie schon gern. Zum Reinsitzen steht auch eine in der Anvil-Halle. Haben wir vorhin kurz gesehen. Allerdings nicht in dem hübschen Rot. So, hier haben wir nochmal die Vanguard-Serie. Fangen wir mit. Wie hieß sie denn? Was war's mit E? Ich komm gar nicht drauf, wartet mal. Ah, Sentinel war es, Entschuldigung, Interdiction-Variante, die ich persönlich eigentlich ganz gerne geflogen habe. Nicht nur wegen der Farbe. Die kommt mit einem EMP ausgestattet, was durchaus attraktiv sein kann. Aber ob der jetzt korrekt funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Das ist nun auch schon eine Weile her bei mir, da bin ich raus. Damals hat es, glaube ich, noch nicht funktioniert, das EMP. Hier natürlich auch begehbare Innenraumbetten etc. Bei den anderen Varianten habt ihr dann ein bisschen abgeänderte Innenräume. Als Dropship-Variante zum Beispiel und dergleichen. Jetzt mal gucken, was wir hier haben. Oh, welche Version das jetzt ist? Die Vanguard Warden als Heavy Fighter. Ich weiß nicht, ob man die jetzt als Konkurrenz zur Scorpius oder so betrachten kann. Wir fangen mal rechts an. Da haben wir das Dropship, genau die Hauptleit. Und da haben wir die Harbinger, der Bomber. Noch nie geflogen, ganz ehrlich. Ist nicht mal böse gemeint, aber tatsächlich irgendwie. Ich habe mir irgendwann mal genug Geld im Game zusammengespart gehabt und überlegt, welche ich wollte, und dann wurde es halt die Sentinel. Insofern, ja. Die anderen drei blieben da leider außen vor. Trotz Messe und so nie wirklich ausführlich geflogen. Nein, 48 Stunden Leitzeit ist nicht ganz so viel, wie man meinen mag. Zeit geht dann doch recht schnell rum und hat man doch nicht alle Schiffe durchgeschafft. Aber man sieht das nicht als Grund, sie nicht auszuleihen oder so, sondern greift tatsächlich zu, greift per Herz zu und probiert sie aus, soweit ihr Zeit habt. Ist natürlich. So, ab nach unten. Und es gibt einen Kaffeestand am Eingang, ne, wenn ihr das ausprobieren wollt. Ich weiß aber nicht, wie gut der funktioniert tatsächlich. Aber ihr seht ja bei mir, der Flüssigkeitshaushalt, der schreit langsam danach, wieder ein bisschen bedient zu werden. Okay. Aegis Valken und Aegis Nautilus sollen ausgestellt sein. Hier nochmal Geschichte zur UI, wenn ihr wollt. Wir gehen jetzt mal direkt da rein. Zu den beiden Holos. Die Nautilus, der Mine Layer müsste das gewesen sein. Das ist übrigens merkwürdig. Die Nautilus wurde vorhin in der Anvil-Halle auch ausgeschrieben, da allerdings als Crucible Holo angezeigt. Das war ein bisschen eigen. Aber ich vermute mal, es ist einfach Platzhalter gewesen. Die Balken. Medium Repair, Medium Refuel. Ja, ich weiß leider nicht, wie bald wir das Schiff mal zu sehen bekommen. Im Konzept ist es ja doch schon eine Weile. Aber ich denke, da Refuel noch relativ neu ist und Repair immer noch ein Thema ist, das auf sich warten lässt in dem Stil. Ja, ich fürchte, es dauert noch ein bisschen.
Aber ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert, bis da ein paar mehr Fortschritte zu sehen sind. Denn ich denke, neben dem Refueling ist auch das Repairing, gerade wenn man unterwegs mal irgendwo strandet, sicher ein wichtiger Aspekt. Ich meine, mehr und mehr ja, Unwegsamheiten kommen rein im Sinne von Mechaniken. Wir sehen es ja bei den Fightern, die nicht mehr allzu große Strecken springen können sollen. Man arbeitet da fleißig dran. Dank des Refueling wird es ja auch mehr und mehr umgesetzt. Also, ja. CLG gönnt uns mehr Spaß, sagen wir mal so. Oder der ein oder andere mag es vielleicht gar nicht so toll finden, dass er mit seinem Fighter nicht mehr so weit springen kann künftig. Und ich weiß auch nicht, wie das sich weiterentwickelt bis zum Ende von 2022. Aber tatsächlich bin ich gespannt und ich hoffe sehr auf Pyro. An der Stelle, das war dann die Aegis-Ausstellung für den Moment. Ich weiß gar nicht, was nachfolgend die nächste ist. Ich habe nicht aufgepasst im Fahrstuhl, aber ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Lade ich euch dann auch hoch als Sneak Peek. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich auf der Messe dann. Mit den wirklichen Konzeptchips und Details freue ich mich sehr drauf. Ich danke für euer Interesse und das Zuschauen und wenn ihr mögt, vielleicht sehen wir uns bei Ingame. Also an der Stelle, ciao und viel Spaß beim Schauen.